Ach, dann sind ja die Waldläufer. So, mal schauen. So, das Nameless. Arakos. Wenn du mit Porgon sprichst, behandle ihn mit Respekt. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Kannst du mich das Kämpfen lehren? Nicht bevor ich dich nicht besser kenne, Fremder. Ich weiß ja nicht, ob du dein neu erlerntes Wissen gegen mich richtest. Naja, vielleicht. Wer bist du? Ich bin Waldläufer und Kampflehrer. Mein Name ist Arakos. Ich bin Leibwache des Druiden Porgon. Also denke erst und handle dann. Verstanden? Was ist das für ein Ort hier? Ein Ort der Verwüstung und Hoffnungslosigkeit. Dieses Tal war einmal das größte Dorf der Waldläufer von Myrtana. Die Menschen kamen von überall her und labten sich an den heilenden Händen unseres Druiden Porgon. Was ist hier passiert? Die Orks haben unser Dorf zerstört und alles gestohlen, was zu finden war. Ich bin einer der wenigen Überlebenden dieses Fiaskos. Verdammt seien alle, die sich an den Pflanzen und Geschöpfen Adanos vergreifen. Stimmt, Adanos ist ja der dritte Gott. Waldläufer sind ein friedliebendes Volk. Ich kann's vergessen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Druiden zu dienen und sie zu beschützen. Diese elenden Orks jedoch sind mit dem Schwert des Krieges über uns gekommen. Und nun holen wir uns zurück, was uns gehört. Nicht mehr und nicht weniger. Verstehe. Wo sind die Orks jetzt, die das hier angerichtet haben? Sie haben sich in die großen Städte von Myrtana zurückgezogen. Unerreichbar für uns. Alles, was von ihnen noch da ist, ist eine kleine Ork-Patrouille im Norden, die uns beobachtet. Das können wir jetzt noch nicht. Adanos sei mit dir. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Ich schätze, du hast das Sagen hier. Ich bin kein Herrscher. Meine Kinder, die Waldläufer, sind aus freien Stücken bei mir, Wanderer. Ich bin ein Wahrer der Schöpfung. Wir Druiden sind Wächter der Welt und ihrer Natur. Unsere Macht beziehen wir aus der Kraft der Geschöpfe Adanos. Kannst du mich heilen? Das kann ich, Wanderer. Komm an mein Feuer und ich lindere deinen Schmerz. Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Welches Geschöpf ist die Quelle deiner Macht? Mein Druidenstein hält die Kraft des Keilers inne. Doch leider ist mir mein Stein von den Orks gestohlen worden. Keiler. Mehr als beunruhigend, ihn in der Hand dieser närrischen Geschöpfe zu wissen. Naja, vielleicht lässt sich ja mit der Ork-Patrouille reden, ne? Wieder Wölfe, immer wieder Wölfe. Wölfe sind auch einer, neben, glaube ich, Skeletten und Zombies, einer der meisten Gegner in RPGs oder so. Ah, Wildschwein. Obwohl ich Ripper eine bessere Bezeichnung finde als Keiler, weil Keiler sind ja... Nee, Quatsch. Keiler sind ja schon... Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist mir jetzt zu viel Biologie-Know-how, was ich nicht habe. Aber Keiler sind doch eigentlich... Nee, Eber sind männliche Schweine, aber was sind Keiler? Auch so Wildschweine. Ich glaube, Keiler ist eine andere Bezeichnung für ein Wildschwein, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich gerade. Ja, gleich, ich hab gerade schon gespielt. Egal. Drüben ist noch ein Wildschwein. Okay, geht zu.
Das sollte ich rausschneiden. So, dann haben wir den auch fertig gemacht. Ich habe schon wieder so eine Krautvision gehabt. Ist da irgendein wildes Kraut steht, zum Beispiel Sonnendings. Hier ist Sonnenkraut. Genau, deswegen man das ist da. Du bist kein Gegner für mich. Okay. Bleib stehen, Mora. Alter, so viel zu dem Thema. Das ist genau wie bei Vanguard, die Orks, ey. Einfach nur wilde Kampfmaschinen. Ja, das ist sowieso lustig. Bei Vanguard sind so viele Orks, ey, und die schaffen es nicht, da zum König reinzukommen. Das ist ja, glaube ich, der letzte Rebellenstützpunkt auch. Insgesamt sind sie ja, sagen wir mal, 3,5 mit diesem Vanguard eben. Und da ist ja auch der König drin. Und wenn du da Rebell bist, dann kommst du ja da rein und dann lernst du da das höchste Wissen der Feuermagier. Das weiß ich noch. Natürlich nicht erst diesen Wolf. Ich würde es dir auch betreuen. Umlegen. Sparen wir hier nochmal, müssen wir nicht herlaufen. Geh halt dann zur! Bleibt der da einfach hängen? Oh Mann, ey, diese scheiß Ork-Patrouille wird mich da jetzt mal nicht fertig machen. Ich weiß nicht, ob ich den anderen holen soll, das wäre ja wohl auch alleine schaffen, ey. Die drei Orks, mein Gott. Fängt schon wieder an wie Nadea, ey. Gefällt mir schon wieder gar nicht. Ich frage mich, wie lange ich schon aufnehme. Eine Stunde wird schon sein. Mindestens. Bleib still, Mora. Ich habe eine verwegene Idee. Hallo, bleib mal locker. Kann ich gleich nochmal neu starten. Geh halt dann zu. Der andere wird vom Wolf beschäftigt. Gute altbewährte Verteidigungsbrechermethode. Ah, der hat den Zrüdenstein. Jetzt haben wir zumindest schon mal den Zrüdenstein. Jetzt müssen wir nur den Ork noch, die Orks noch kalt machen. Da die uns ja sowieso feindlich gesinnt sind, ist es eh wurscht. Es
Da! Wie du einfach nicht wegkommst, wenn du in dem scheiß Ding-Modus bist. Oh Mann. Ich glaube, wenn ich den Chef seinen Druidenstein gebracht habe und dann die andere Quest nachgegeben habe, dann speichere ich noch ein bisschen. Da kriegst du eh hier, wenn du nur diese Quests hier machst, eh schon so viel Ruf bei den Waldläufern, dass du ungefähr überall bei denen rumlaufen kannst. Gibt ja eh nicht mehr so viel. Es gibt ja, glaube ich, dann halt noch die einzelnen Druiden. Und dann noch einen Waldläufer-Stützpunkt, der ist, glaube ich, unterhalb, überhalb von Treles, unterhalb von Geldern. Kann schon sein, Geldern, ja. Kraut. Ich wollte es gerade alles sammeln, aber... Mei, anstatt dass er sich mal umdreht und weiterkämpft, naja, bleibt einfach starr stehen und macht gar nichts mehr. Und lässt sich einfach mal töten. Ey, wie sind wir jetzt aufregen? Aber wir haben den verdammten Stein. Das ist gut, den kann uns auch keiner nehmen, weil er gespeichert ist. Mittlerweile sind wir jetzt so weit gekommen, dass man uns gar nicht mehr auf der Karte da hinten sieht, auf diese Schienen. Jetzt sind wir gerade in das Bild reingelaufen, sozusagen. Hauptsache, da stand noch das Ende. Vielleicht habe ich hier irgendwelche Zauber. Das habe ich mir vorher schon gedacht, aber... Da. Ah ja, genau. Die gute alte Feuerball. Ich bin ein Kampfmagier. Lalalalala. Vielleicht kann ich sie bis zum Waldläufern ziehen. Kommt ihr, Putzis? Spare mal das Zurücklaufen. Sehr gut. Unterstützung.
hab's noch nicht verlernt. Passt. Was willst du? Du schleichst herum wie ein Dieb. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Die Ork-Part... Ich danke. Hier, möge Adam, wenn du... Halt, Trinke. Warum habe ich eigentlich jetzt alles weggeklickt? Am besten du erledigst das... Tage Kämpfer großen Waffen. Zeige mir den Umgang mit der schweren Armbrust. Ja. Fasse die Armbrust am Schaft an. Um ruhig ziehen zu können, drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Das ist alles. Am besten, gut. Du erledigst das selbst. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht nur einfach auf seinen Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Am besten, du hältst Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Armes. Merk dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. Gut. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ach ja, die schönen Gespräche. Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Gut. Ich habe dein Dank dir, Wanderer. Aber ich sehe, er ist blass. Wenn er seine alte Macht wieder erlangen soll, muss er wieder aufgeladen werden. Muss aufhören, das wegzudrücken. Kannst du den Druidenstein wieder aufladen? Das kann ich. Doch fehlt es mir an Zutaten für die Prozedur der Erneuerung. Das müsstest du mit dem Büschel so umwählen. Wenn du mir hilfst, ihn wieder aufzuladen, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Ich helfe dir bei der Suche nach Zutaten für deinen Druidenstein. Sehr gut. Ich brauche 20 Steinwurzeln. 20. Sie wachsen nur an Orten großer Feuchtigkeit. Du wirst sie ausschließlich an Flussbetten finden. Nee, habe ich so viele. Viel Erfolg. Ja. Deine Steinwurzeln. Gott sei Dank. Nun kann ich den Druidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Druidenstein und verwahre ihn besser, als ich dazu imstande war. Gut. Stein des Rippers erhalten. Du darfst nicht dahin. Du wirst jetzt ins Bett gehen. Warum willst Pult. Nein, es ist sogar nur ein scheiß Pult. Uninteressant. Super. Setzen wir uns noch gemütlich ans Lagerfeuer. Gut, da haben wir genug Fleisch zum Grillen. Schön. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Aufnahmebreak. Was ist denn das? Das ist das Unaktuellere. Da sieht ihr mal so schön das Datum, wann ich es aufgenommen habe. Ja, ja. Das letzte Mal vor 4 Tagen gespielt, ey, Wahnsinn. Vor 5. Passt. Gut, dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und schaltet auch wieder ein. Tschüss.